Jo Leute, was geht? Krass Kraus, ist mal parat. Und heute kommen wir zu einem neuen Video. Und zwar habe ich, ein paar neue Böller. Einmal hier die FP3 Small von Jorge, die Super Whistling Thunder. Kolpus habe ich schon mal gezündet. Explosive 1 habe ich auch mit dem Kanal schon mal gezündet. Und als kleines Finale diesmal, im letzten Teil war es ja eine rote Venusrakete. Und jetzt ist es eine grüne Venusrakete. Sehr nice auf jeden Fall. Das ganze Zeug habe ich von Ultras Factory gesponsert bekommen. Mit meinem Code KRAUS5 könnt ihr dort auch 5% sparen. Es würde mich sehr, natürlich, es würde mich selber auch sehr supporten, wenn ihr dort mit meinem Code einkauft. Vorweg schon mal. Und ja, dieser Shop ist auf jeden Fall aktuell eine sehr gute Variante im Vergleich zu den anderen Shops, weil es zum aktuellen Zeitpunkt, wo ich das Video aufnehme, die meisten Sachen noch verfügbar sind. Und also was ich euch dort auf jeden Fall raten würde, wären die Böller, FP3s, Blitzrums oder zum Beispiel die Iskra 25 Schuss Salutbatterie. Die 50er ist leider schon ausverkauft. Jetzt kommen wir zum zweiten Teil. Ich werde es gleich im Anschluss aufnehmen, weil ich das Video vorproduzieren muss. Ich bin nämlich nächste Woche in Amsterdam. Da wird es auch in den nächsten Tagen wahrscheinlich ein cooles Video folgen aus Amsterdam raus. Also, die Böller haben wir schon ein paar Mal getestet. Explosive 1, gleich ein paar Stück auf einmal, los geht's. Jetzt habe ich einen kleinen Kreis Explosive 1 gelegt. Zündung. Oh, die drücken richtig. Die sind auf jeden Fall um einiges lauter wie diese XP500, die ich im letzten Video getestet habe. Auf jeden Fall Link in der Beschreibung. Ja. Weiter machen wir mit den Kolpus. Zündung. So, als nächstes machen wir die Kolpus mit 1 Gramm Blitzknallsatz. Kann man kaufen bei legalpyro.de. Wenn ihr Interesse habt an Sponsoring, anfragen. Oha. Also die sind wirklich nochmal um einiges lauter wie alles, was wir heute gezündet haben. Ja, kommen jetzt auch schon zum vorletzten Böller und zwar zu den FP3 Small von Jorge. So, die FP3 Small sind wahrscheinlich sehr bekannt. Kategorie F3, 0,3 oder 4 Gramm Blitzknallsatz. 0,35 Gramm auf ganz entspannt. Ich finde es auf jeden Fall richtig geil an denen, dass sie so eine lange Zündschnur haben. Bisschen nah war das, aber... Ja, ich würde sagen, die waren ungefähr so laut wie der Explosive 1. Also, ich sag mal, die hatten einen stärkeren Druck, aber so viel lauter waren die jetzt nicht. So mal anfangen. Jetzt kommen wir zu den Whistling Thundern. Die coolsten Böller. Let's go. Wow, richtig geile Teile. So, jetzt kommen wir zu den Whistling Thunder. Die coolsten Böller. Let's go. Jetzt kommen wir zum Finale der Rakete. Zündung. Jetzt kommen wir zum Finale auch schon. Mal gucken, wie die wird. Los geht's. Oh, die war richtig heftig. Geil.